In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr für Dragon Ball Xenoverse 2 Mods auf dem PC sehr einfach installieren könnt. Moin moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und im heutigen Dragon Ball Xenoverse 2 Video geht es darum, wie ihr Mods installieren könnt. Vorab, ihr findet alle Links zu den Programmen, die ich nutze, auch in der Videobeschreibung. Ich versuche euch das so gut wie möglich zu erklären. Der erste Schritt, um die ganzen Sachen vorzubereiten, ist relativ einfach. Aber es ist so, dass ihr danach wirklich so gut wie keine Zeit braucht, um neue Mods zu installieren. Auch als Information, es ist einfach nur so, dass es nur für den PC möglich ist. Ich habe mir extra die Dragon Ball Xenoverse 2 PC-Version gekauft, um euch einige Mods vorstellen zu können hier auf dem Channel. Aber für die PlayStation, für die Xbox gibt es das leider nicht. Also fangen wir damit an, was braucht ihr dafür? Und wie gesagt, ihr werdet in dieser Reihenfolge auch die Links dazu in der Videobeschreibung finden. Erst einmal braucht ihr Adobe Flex SDK. Alle Programme, die ich euch zeige, sind zum einen kostenlos und zum zweiten kein Scheiß. Bedeutet, ihr könnt das ohne Gefahren runterladen. Es ist so, der Adobe Flex SDK ist mehr oder weniger ein Programm, was Entwickler dazu nutzen, Sachen zu entwickeln und einbringen zu können. Das brauchen wir später für den eigentlichen Patcher von den Mods für Xenoverse 2. Dann braucht ihr den Installer-Tool von Eternity. Eternity ist ein Modder, der schon wirklich extrem geile Sachen macht. Da muss man ihn wirklich sehr, sehr für bedanken, oder wir müssen uns bei ihm bedanken. Und den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Dort gibt es zwei Sachen. Einmal den Xenoverse 2 Mods Installer, also XV2 Mods Installer. Dort habt ihr einen Link, wo ihr euch das Ganze runterladen könnt. Ihr müsst ganz kurz nur einen Account auf dieser Seite machen. Das Ganze ist auch wirklich nicht irgendeine Kostenfalle oder sowas ähnliches. Geht super schnell, wird sofort auch freigeschaltet. Und das zweite ist der Xenoverse 2 Patcher. Ihr findet auf der Seite, die unten in der Videobeschreibung ist, auch immer die neuesten Versionen. Bevor wir weitermachen, noch eine Sache. Das geht nur für offizielle Dragon Ball Xenoverse 2 Versionen. Bedeutet, wenn ihr das Ganze aus irgendeinem Grund, der mich persönlich nicht interessiert, illegal bezogen habt, dann fragt mich nicht, da kann ich euch nicht helfen, da will ich euch auch nicht helfen. Ich unterstütze solche Games gerne, damit wir auch noch mehr Dragon Ball Games bekommen. Aber wenn ihr sonst irgendwelche andere Fragen habt, bitte damit ab in die Kommentare. Ich hoffe, sie auch gut beantworten zu können. Also, ihr habt den Mods Installer runtergeladen, ihr habt den Xenoverse 2 Patcher runtergeladen. Es ist auch so, dass wenn ihr euch das Ganze durchlest und auch hier auf der weiteren Seite, wo es wird euch auch Schritt für Schritt erklärt auf Englisch. Ich möchte euch hier tatsächlich nur zeigen, wie das Ganze vielleicht, ja, für den einen oder anderen, der das Ganze nicht hinbekommt, ein bisschen einfacher geht. Und dann gibt es noch die letzte Seite, die ihr definitiv benötigt. Das ist xenoversemods.com. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dort gibt es wirklich sowohl für Xenoverse 1 wie auch für Xenoverse 2 unglaublich viele Mods. Nun, kommen wir dazu, ihr habt alles runtergeladen. Ich würde euch empfehlen, macht definitiv einen Folder. Ich habe bei mir unter den Download-Folder einen neuen Ordner erstellt, der Xenoverse 2 Mods heißt. Und dort habe ich alles reingepackt. Ich habe den Flex SDK, ich habe den Installer, der nennt sich eben XV2 Ins, und den Patcher XV2 Patcher 0.85. Die habe ich runtergeladen, habe ich schon entpackt. Die waren als WinRAR oder ZIP-Dateien. Und ich habe sogar noch einen neuen Ordner erstellt, wo ich dann die Mods, die ich schon runtergeladen habe, auch reingepackt habe. Dazu kommen wir gleich. Also, ihr erstmal geht ihr bei dem Flex, müsst ihr nichts installieren. Ihr müsst es nur entpacken. Ihr müsst aber wissen, wo es ist, denn das benötigen wir gleich. Dann öffnen wir einmal den Xenoverse 2 Installer und dort seht ihr, habe ich einmal den Ordner Internal, Changelog, Source, Xenoverse 2 Character Creation, Xenoverse 2 Installer, Xenoverse 2 Skill Creator. Ihr braucht die unteren Anwendungen, das heißt alle mit XV2 anfangen. Ihr braucht den Ordner Source und den Ordner Internal, den Changelog braucht ihr nicht. Die müsst ihr jetzt in euren Xenoverse 2 Ordner reinkopieren, also in die offizielle Steam-Installation. Bei mir ist das zum Beispiel unter Volume D, dort habe ich das. Ihr findet das eigentlich unter Steam, Steam Apps, Common, und dann gibt es einen Ordner, der eben Dragon Ball Xenoverse 2 findet. Unter Common sind übrigens alle Steam Games, die ihr aktuell installiert habt, so seht ihr das zum Beispiel bei mir auch. Und dort packt ihr einfach erstmal alles von den Xenoverse 2 Installer Ordner rein, das heißt Internal, Source und die anderen drei. Ich mache das jetzt auch noch einmal. Er fragt mich, will ich das ersetzen? Ja. Heißt, wenn ihr später das Ganze updaten müsst, aus irgendeinem Grund, definitiv immer alles einfach überschreiben. Dann gehe ich einmal zurück, gehe zu den Xenoverse 2 Patcher und auch dort markieren wir alles bis auf den README und den Changelog. Das sind nur Informationen, die benötigt ihr oder nicht. Die ziehen wir einmal rüber, kopieren sie auch rüber. Auch hier will ich nochmal alles ersetzen und fertig ist das Ganze. Das bedeutet, wir haben jetzt alle Dateien schon mal reingepackt, die wir benötigen. Und jetzt starten wir den Xenoverse 2 Installer.
Und wenn ihr das erste Mal startet, wird ihr euch jetzt, wie bei mir hier auch auf dem Bildschirm, fragen, okay, wo ist euer Spiel installiert und wo ist der Flex Compiler Path? Das Spiel findet ihr unter dem Ordner, den ich euch gerade gezeigt habe. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier. Er sagt sogar, ah, okay, da ist es, Steam Apps Common Dreambox Xenoverse 2. Dort müsst ihr unter Bin und dort ist auch die Anwendung Dreambox Xenoverse 2. Das nehmen wir einmal. Dann fragt ihr nach dem Flex Compiler Path und den habe ich halt in diesen Flex Ordner. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wisst, wo ihr den Ordner abgelegt habt. Ich gehe dann hier einmal auf Downloads, dann auf mein Xenoverse 2 Flex und dort müsste ich die mxmlc.exe haben, die ist unter bin und schon seht ihr, da ist die Datei, die ich brauche. Die öffne ich, dann drücke ich einmal auf OK und er startet mir den Mods Installer. Das ist alles, was ihr benötigt, um bei Xenoverse 2 Mods installen zu können. Und jetzt kommen wir natürlich dazu, zu dem nächsten Schritt. Wo sind die Mods und wie installieren wir sie letztendlich? Wir haben jetzt alles vorausgemacht, nur damit wir ab jetzt sehr einfach, sehr schnell Mods installieren können. Und jetzt gehen wir natürlich zu Xenoverse 2 Mods. Wir können jetzt einfach hier unter Mods, Xenoverse 2. Der lädt dann eben ganz kurz. Ich könnte sagen, hier, okay, Most Downloaded. Das heißt, welche wurden am meisten runtergeladen? Und dann seht ihr eine Menge Mods. Das, was ich euch zeige, gilt aber nur für eine Art von Mods und das seht ihr hier ganz gut. Das sind die X2M-Mods. Was bedeutet das? Das öffne ich mal kurz in einem neuen Fenster. Bei Xenoverse 2 ist es ein bisschen anders, was ich sehr, sehr cool finde. Ihr könnt bestimmte Mods so installieren, dass ihr einen neuen Charakter-Slot habt und nicht bestehende Versionen von anderen Charakteren überschreibt. Das geht natürlich auch. Ich zeige euch aber hier nur, wie ihr neue Charaktere hinzufügt. Und dafür müsst die Datei, die ihr runterladet, immer diese Endung haben. Und zwar X2M. Normalerweise könnt ihr es hier unten in der Description, also in der Zusammenfassung von den ganzen Sachen, könnt ihr nachlesen, okay, was für eine Art von Mod ist das? Ist das eine, die einen neuen Slot hinzufügt? Wie ihr seht hier, eine Add New Slot with X2M File. Oder ist das eine, die andere überschreibt? Ich habe mir schon ein paar runtergeladen. Und zwar habe ich hier den Pack Super Boo, weil der ist eben auf diese Art und Weise. Ich habe auch den Super Saiyan Rose Transformation, will ich mir noch runterladen. Und Turles, weil hier auch eine X2M Version. Also gehe ich wieder zurück. Ich habe meinen Mod Installer noch auf. Die Mods habe ich zum Beispiel unter Mods abgelegt. Zum Beispiel den Pack von Super Boo war auch so eine gezippte Datei. Die kann ich jetzt auch löschen, die benötige ich nicht mehr. So, und ihr seht hier, ich habe Boo Gohan, Boo Gotenks, Boo Piccolo, Evil Boo und Turles Removed Scouter Super Saiyan 1 bis 3. Und die Endung ist halt wichtig, .x2m. Zurück zum Mod Installer, ganz einfach. Oben links auf diesen Ordner mit einem Plus, da gehen wir auf Installieren, suchen den Ordner, wo wir die Mods haben. Ich mache einfach mal die Boo Gohan Mod, öffne und der fragt mich jetzt, hey, das ist der Name von dem, was du installieren wirst. Das ist der Autor. Auch das ist so eine Sache, wenn ich Mods vorstelle, werde ich den Autor natürlich benennen, denn ich finde es cool, dass Leute sich die Zeit nehmen, auch wirklich diese Mods zu machen. Welche Version ist das aktuell? Und dann fragt ihr euch, where do you want to install the mod? Das heißt, wo möchtet ihr es installieren? Möchte ich installen to a new slot? Das heißt, ich mache einen zusätzlichen Slot. Oder möchte ich es zu einem bestehenden Slot installieren? Bedeutet, ich würde einen bestehenden Charakter überschreiben. Ich möchte es natürlich zu einem neuen Slot. Das mache ich jetzt einmal, dann fängt das Ganze an, seine Arbeit zu machen. Mod successfully installed. Das machen wir dann nochmal für ein paar andere. Ihr könnt immer nur ein Mod pro Mal installieren, aber das ist alles, was ihr machen müsst. Wenn ihr Mods runterladet, seht ihr, so, ich habe gerade zwei Mods. Jetzt machen wir noch den Turles. Install all of them in a new slot. Append all of them to an existing slot, weil das mehrere Mods zum Beispiel in einem File sind. Oder select existing slot for every costume slot. Ich mache alle in einem neuen Slot. Zack. Mod ist drinne und jetzt nehmen wir noch, welche habe ich denn schon? Ich habe Super Buu, Gotenks, Gohan, wir nehmen noch Piccolo zu einem neuen Slot und jetzt nehmen wir noch den letzten, damit ich euch auch gleich zeigen kann, dass es alles so funktioniert. Machen wir Evil Buu zu einem neuen Slot und jetzt habe ich alle Mods installiert. Ich schließe das und jetzt werde ich das Spiel einmal starten und euch zeigen, wie die Mods letztendlich aussehen. So, Spiel gestartet und jetzt sind wir in der Charakterauswahl. Ich bin einfach zum Training gegangen. Wundert euch nicht, dass ich hier nicht so viele Charaktere habe. Das ist halt eine neue Version von Xenoverse 2. Ich habe ja alles auf der PlayStation 4 freigeschaltet. Und ich gehe einfach mal komplett nach rechts und ihr seht, Evil Buu, Super Buu, Super Buu Gohan, Super Buu Gotenks und Turles. Wir können uns natürlich die Fähigkeiten auch noch angucken, denn sie haben festgelegte Fähigkeiten. Wir sehen, dass er hier Super Saiyan hat. Dort hat er gar nichts. Also dafür ist er aber direkt Super Saiyan 3. Und wir probieren mal den Super Buu mit Gohan aus und starten das einmal nur, damit ihr einmal seht, wie das Ganze auch aussieht. So, und da sind wir. Super Buu und Turles sehen beide gar nicht mal so schlecht aus.
Und das soll es gewesen sein. Ich werde euch in nächster Zeit hier auch ein paar nette Mods vorstellen. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Fragt alles, was ihr fragen möchtet, unten in die Kommentare. Und schaut euch auch gerne mein letztes hochgeladenes Video an oder die Xenoverse 2 Playlist. Und vergesst auch nicht, mich zu abonnieren, falls ihr auf Anime und Anime Games steht.